Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Infovideo. Und zwar, wisst ihr, gab es ja letzte Woche leider ein paar Ausfälle von Livestreams oder Omsi-Folgen oder wurden halt verschoben, wie jetzt hier die Folge 186, ne, dass die jetzt 7 Tage später kommt. Das Ganze hatte nämlich einen blöden Grund, und zwar liegt das an der Führerstandsreport im Train Simulator. Leider habe ich da ein paar Probleme gehabt und hatte auch noch immerhin sehr viel zu tun. Ich habe es jetzt, soweit es geht, zum Glück geschafft, aber was genau die Probleme waren, was ich da alles gemacht habe, werdet ihr dann am Donnerstag ab 18 Uhr sehen. Da werde ich das nochmal extra zeigen, bevor die Führerstandsreport beginnt. Ja, diese Woche ist Livestream-Woche. Allgemein, es werden jetzt ab sofort nur noch Livestreams kommen, erstmal für ein paar Wochen. Ich denke mal zwei, drei Wochen. Und da ja Sommer ist, Sommerferien sind, ne, gehen die Let's Plays auch in Sommerpause. Ich habe zwar gesagt, es wird auf diesem Kanal keine Sommerpause geben, aber nur für Let's Plays gibt es kurz eine Sommerpause, denn in der Zeit werde ich dann öfters Livestream machen, so damit, ja, ihr noch einen schönen Abend habt, sagen wir es mal so. Und weil es mir auch sowieso Spaß macht. Ja, das Ganze ist natürlich in verschiedenen Plattformen. Es gibt verschiedene Livestreams auf Twitch und auf YouTube. Und die halt Bock haben, mich auf Twitch zu verfolgen, können gerne einen Follower da lassen. Link ist in der Beschreibung. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Ja, und zwar beginnt das Ganze ab morgen um 20.10 Uhr mit Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Da werde ich ein paar Touren im Multiplayer rumfahren für die Spiele. Und ja, das Ganze geht dann ungefähr so bis 22.45 Uhr. Und ja, ein paar schöne Touren halt und im Hintergrund schön mit Simlife Radio hören. Dann geht es am Mittwoch weiter mit dem Fernbus-Simulator live auf YouTube ab 2020. Da werden wir ein paar Touren durch Deutschland fahren und ja, werden dann wieder zeigen, dass mein Fahrstil scheiße ist, weil ich bin den Fernbus-Simulator, glaube ich, zuletzt im Jahr 2017 gefahren. Also das ist schon ordentlich lange her und ich hoffe, dass der Fernbus-Simulator auch funktioniert. Weil ich hatte ja leider Probleme, deshalb bin ich mir da abgeschmiert, ist warum auch immer. Jetzt im Hintergrund lädt er noch ein Update runter, heute ist irgendwie ein Update rausgekommen, ich weiß nicht. Laut Steam sagte mir ein Update, aber naja, mal gucken, ne? So, dann geht es am Donnerstag weiter mit der letzten Folge vor der Sommerpause mit der Train Simulator Führerstandsmitfahrt ab 18 Uhr. Danach geht die Führerstandsmitfahrt in die Sommerpause für ein paar Wochen, weil ich sowieso noch was an der Strecke machen muss, also ich werde das noch in den heutigen Zustand bringen und da ist halt noch sehr viel zu tun und ja, da steckt noch eine Menge Arbeit für mich drin, also das ist dann gut, dass die erstmal in die Sommerpause geht, weil das wäre ja blöd, wenn ich so eine Führerstandsmitfahrt aufnehme und die ist total unrealistisch. Da sind teilweise Signale falsch. Alles alte Objekte, Bahnhöfe und hast nicht gesehen und teilweise fehlerhaft. Also da muss ich noch was machen. Und von daher geht die in die Sommerpause. Und außerdem ist es sowieso gut, weil, sag mal so, es gibt einen Unterschied zwischen Livestream und Aufnahme. Bei einer Aufnahme, ne? Muss ich mich konzentrieren. Dann schwitze ich. Ja, dann kann ich meinen Ventilator nicht anmachen, weil ich nicht weiß, ist er jetzt zu laut oder ist er zu leise. Im Livestream kann ich ruhig meinen Ventilator anmachen. Da seid ihr die Guten im Chat und sagt, ey, der Ventilator ist zu laut oder was weiß ich. Dann kann ich das Ganze runterpegeln. Ne, es gab ja manchmal so Übersteuerung durch den Ventilator und das ist halt beim Livestream praktisch, als wenn ich jetzt was aufnehme. Von daher gibt es halt öfters jetzt Livestreams zur Sommerzeit. So, am Freitag geht es weiter mit Train Simulator 2018 Livestream auf YouTube ab 20.15 Uhr bis Open End. Diesmal nicht bis 23 Uhr wie beim letzten Mal und diesmal auch ohne technische Störungen. Denn ich glaube, das Problem beim letzten Mal war einfach nur dieses beschissene Windows 10 Update. Denn nachdem ich den Livestream beendet hatte, sah ich bei meinem Antivirus-Programm,
Microsoft-Symbol, das ist meistens immer, wenn ein Update da ist, ne? Und Windows 10 wollte unbedingt das Update installieren. Habe ich dann gemacht, danach lief mein Train-Simulator bestens. Und ja, ich denke mal, das lag auch an diesem Windows 10 Update, dass er mir den Abend versaut hat mit Störungen, ne? Also danke nochmal, Windows 10. Super. Ja, am Samstag um 18 Uhr kommt dann die Livestream-Aufzeichnung vom Fernbus-Simulator. Für diejenigen, die jetzt am Mittwoch zum Beispiel keine Zeit haben oder noch zur am nächsten Tag zur Schule müssen, es gibt aber noch Leute, die haben noch Schule, ich glaube in München, die haben erst in 2 Wochen Ferien, ich weiß jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall die Wiederholung vom Fernbus-Simulator könnt ihr dann ab Samstag um 18 Uhr anschauen. Dann geht es ab 20.15 Uhr weiter mit On The Road. On The Road, Folge 3, live auf Twitch. Da werden wir ein paar Touren fahren. Wenn ihr zuschauen wollt, kommt gerne auf Twitch. Und dann können wir schön die Straßen unsicher machen mit dem neuesten Update. Dann ab 22.30 Uhr geht es auch weiter mit dem Farming Simulator 2017. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen mit Farming Simulator gespielt. Ab und zu auch mal kurz mit Dennis. Schöne Grüße an dich. Und da werden wir auf jeden Fall um 22.30 Uhr, ich denke mal bis 0 Uhr oder bis 12:30 im Farming Simulator 2017 unterwegs sein. Halt so eine entspannte Abendstimmung machen, ne? Ja. Ist eigentlich auch ganz nett. Ich finde die Simulation sowieso ganz gut. Von daher habe ich es aber noch nie gestreamt oder Folgen drauf draus gemacht. Aber ich finde, man kann es ja einmal machen. Ne? Es geht ja darum, dass man Spaß hat. So, am Sonntag geht es dann weiter mit einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator, Folge 186. Und zwar eine spezielle Challenge-Folge oder was weiß ich, Folge. Eine interessante Folge. Dominik hat mir eine Herausforderung gestellt und diese werdet ihr dann am Sonntag ab 16 Uhr sehen, ob ich die bestehe oder nicht. Ne? Dominik weiß Bescheid. Er hat die Tour 1A bestanden und jetzt will er sehen, ob ich es auch kann. Und ich hoffe, ich kann's. Aber das werdet ihr alles am Sonntag sehen. So, dann geht es am Sonntag weiter ab 18 Uhr mit der Train Simulator Livestream Aufzeichnung, sprich für die Leute, die jetzt am Freitag keine Zeit hatten, weil sie zum Beispiel, weiß ich nicht, im Urlaub sind oder irgendwo Party machen, keine Ahnung, die können sich gerne die Aufzeichnung angucken, ne? Das bleibt dann immer auf YouTube gespeichert und ja, halt für diejenigen, die keine Zeit haben. Und dann geht es am Sonntag um 20.15 Uhr weiter mit Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Da werden wir wieder ein paar Touren fahren. Durch ganz Europa. In ETS 2. Wahrscheinlich nach England mal gucken. Oder nach Calais. Man weiß es nicht. Da, wo es am meisten viel los ist. Mal gucken, ne? Auf jeden Fall ein paar Runden im ETS 2 Multiplayer. Im Hintergrund schön wieder SimLife Radio. Ja, das ist der Plan. Nächste Woche kommt auch noch ein OMSI-Livestream. OMSI-Livestream kommt auch noch auf Twitch, wo wir dann für SNR fahren. Und viele weiteren Sachen. Aber der Streaming-Plan ist dann quasi erst ab nächste Woche, also ab Montag, dann online. Da werdet ihr dann sehen, wann OMSI kommt und wann nochmal Train Simulator Stream kommt. Und. Montag ist jetzt aktuell immer Ruhetag, weil ich brauche auch mal einen Tag, wo halt mal nicht kommt, ne, wo ich mal keinen Stream mache. Kann ich jeden Tag einen Stream machen. Und ich denke mal, Donnerstag wird auch so ein Tag sein, wo ich mal gar nichts zeige, weil ich muss auch nebenbei noch was machen und ich kann jetzt nicht jeden Abend nur streamen, das geht ja nicht. Ne? Ja, das war's. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, nächstes und letztes Thema und zwar omsi-leitstelle.de bzw. leitstellen.de. Es gab momentan leider Gerüchte,
dass OML die Türen schließen tut. Ich kann aber euch sagen, das ist alles nur Fake. Also momentan sind da zwei Leute, die momentan dafür sorgen wollen, dass OML kaputt geht. Das hast du nicht gesehen, aber damit werden sie eh nicht lange durchkommen und verbreiten Gerüchte, dass es da scheiße ist oder dass die Türen geschlossen werden, dass OML zu Ende ist. Ich kann euch sagen, das ist alles falsch, denn om-lightshow.de geht weiter. Momentan ist Sommerpause und ab dem 4. August geht es dann weiter. Also ist die Sommerpause zu Ende und ich denke mal am 5. August wird dann die nächste Leitstellenfahrt kommen, die ich natürlich streame. Also wie immer eigentlich, ne? Ja, dann möchte ich auch noch was machen auf diesem Kanal, und zwar möchte ich vorher noch mal ein paar Videos hochladen, welche Leitstellenfahrt jetzt für die nächste ansteht, also welche Karten, ne? Damit ihr da draußen auch mal wisst, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel kein Facebook haben, welche Leitstellenfahrt jetzt als nächstes kommt, ne? Damit ihr wisst, ah okay, jetzt kommt diese Karte, möchte ich gerne mitfahren, machen wir gerne. Meine Lieblingskarte, yay, ne? Also wie gesagt, werde ich da ein paar Videos hochladen, was denn halt die nächste Leitstellenfahrt ist, auf welcher Karte. Ja, wie gesagt, leider sind da Gerüchte am Gange, dass angeblich OML geschlossen wird. Es sind teilweise auch sogar mehrere Leute, die das behaupten, die einfach nur OML kaputt machen wollen. Das ist schon einigen aufgefallen, ne? Und ich finde, das sollte man jetzt auch mal ansprechen, weil ich kann einfach nicht zugucken und mir steht es echt bis oben, dass man sowas Bescheuertes machen muss, ne? Und ja, falls ihr auf Instagram unterwegs seid, kennt doch bestimmt diese Instagram-Seite. Falls ihr diese abonniert habt, kann ich euch empfehlen, deabonniert es, denn hier wird einfach nur Schrott geschrieben, ganz ehrlich. Hier wird einfach nur Schrott geschrieben und das aus Rache, weil diese zwei Personen aus OML rausgeschmissen worden sind, aus gutem Grund. Und das ist einfach nur so ein Racheakt. Also, ne? Und verstehe ich einfach nicht, dass man da so scheiße sein muss. Aber was soll's? Ist eh bald Ende. Die Instagram-Seite existiert sowieso bald nicht mehr. Da steht schon mal fest. Und es ist jetzt erstmal nur so momentan Stand der Lage, dass momentan halt Gerüchte rumgehen, angeblich das OML schließen wird. Was nicht stimmt, ne? Wie gesagt, das Thema ist sowieso bald abgehakt, bald ist wieder Ruhe. Und wie gesagt, falls ihr diese Seite hier abonniert habt, könnt ihr gerne deabonnieren und am besten noch melden, ne? Falls ihr Bock habt, was braucht, was weiß ich, ne? Auf jeden Fall ist das hier nur Fake, das ist nicht von Inhaber von om-leitstelle.de, denn wenn ihr die offizielle om-leitstelle.de Instagram Seite haben wollt, dann geht einfach ein omsi-leitstellen.de, denn das ist die offizielle Instagram-Seite von omsi-leitstellen.de. Diese Seite ist direkt vom Inhaber erstellt worden und hier wird es demnächst auch ein paar schöne Bilder geben und ein paar Infos, wann welche Leitstellenfahrt stattfindet und hast du nicht, ne? Also wie gesagt, lasst hier ein Abo da, hier bekommt ihr die Infos, und wie gesagt, die andere Seite, die hier ist einfach nur Fake und die könnt ihr gerne deabonnieren bzw. nicht mehr folgen, weil hier kommt eh nur noch Schwachsinniges raus und hier versucht man halt nur OML in den Dreck zu ziehen und dafür zu sorgen, dass OML ja tot ist, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, das ist die offizielle Instagram-Seite. Und wie gesagt, auch nochmal gesagt, Mensch, wie oft sage ich denn das noch? om-leitstelle.de geht ab den 4. August weiter und wird nicht geschlossen. So, nächstes Thema. Thema OMSI-Forum. Momentan kommt man auf diese Seite nicht gefunden. Ja, super. Thema, das mich auch ein bisschen ankotzt, denn es sind einige Tutorial-Anfragen da noch. Und ich wollte eigentlich Tutorials rausbringen, aber das ist mir leider nicht möglich, da das OMSI-Forum geschlossen ist. Und ohne dieses OMSI-Forum kann ich
keine Tutorials machen. Also für diejenigen, die jetzt immer noch einen Wunsch hatten, wegen Tutorial, wie zum Beispiel den einen Solaris, mit dieser einen Kasse, kann ich leider nicht machen, da ich nicht ins OMSI-Forum komme. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann halt leider nichts machen. Und sobald das OMSI-Forum wieder offen hat, wenn es überhaupt wieder geöffnet wird, weil man irgendwelche Datenschutzlinien oder ja, verletzt hat, dann wird es schwierig. Und selbst das Backup-Forum funktioniert nicht. Läuft. Also wie gesagt, falls es noch ein Wunder gibt und das OMSI-Forum macht wieder auf, dann wird es wieder OMSI-Tutorials geben, aber jetzt momentan ist es leider sehr schlecht für Tutorials, weil ich brauche dafür das OMSI-Forum, um bestimmte Dinge herunterzuladen zu können. Tut mir leid. So, dann, bevor ich jetzt zum Schluss komme, noch was. Mir ist warm. Nein. Ihr wart wieder fleißig. Ihr habt sehr viele Kommentare hinterlassen unter meinen ganzen Videos und ich hab sie nicht beantwortet. Es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, momentan bin ich sehr vertieft in Train Simulator Streckenbau drin. Da war Train Simulator bei mir die höchste Priorität gewesen, um das Ganze endlich fertig zu kriegen, damit ich endlich wieder andere Dinge machen kann. Weil mir war es schon wichtig, dass ich das fertig kriege. Geplant war die Fertigstellung letzte Woche. Leider gab es dann Probleme. Deswegen musste ich jetzt übers Wochenende jetzt hier noch weiterbauen und konnte halt leider nicht in der Zeit YouTube-Kommentare lesen, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Ich habe es einfach verschlampt, sagen wir es mal so. Deswegen werde ich ab morgen, wenn ich endlich richtig fertig bin, auch mit der Aufnahme von der Führerstandsmitfahrt, alle Kommentare lesen, die ihr geschrieben habt, und auch beantworten, falls eine Antwort nötig ist. Ne? Also nicht wundern, ne? Nicht, dass ihr jetzt einen riesen Text geschrieben habt. Ihr wundert euch, Alter, warum ich schreibe einen riesen Text und ihr antwortet nicht? Was ist das denn für ein Arschloch? Ne? Also nicht wundern. Ich werde mich drum kümmern und werde dann auch Fragen beantworten, falls Fragen vorhanden sind. Also ich ignoriere euch nicht, keine Sorge. Ich werde eure Fragen beantworten. Und ja, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Gut, das war's. Morgen ab 20.10 Uhr Euro Truck Simulator 2 Multiplayer auf Twitch. Und ja, weitere Infos findet ihr noch auf www.trainomsitv.de. Und wie gesagt, sobald die Leitstellenfahrt wieder beginnt, wird es auch wieder Livestreams geben zur Leitstellenfahrt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendeinen Kartenwunsch habt, mal für eine Leitstellenfahrt. Ich denke mal, da kann ich vielleicht mal ein bisschen reden, falls ihr auch einen speziellen Wunsch habt, was sehr gut ankommt. Ne? Wobei es momentan sowieso ein bisschen schwierig ist. Sagen wir mal, wenn es jetzt zum Beispiel so eine Karte ist, die schon lange draußen ist oder keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, irgendeine Karte, die nicht so beliebt ist, aber doch cool ist. Da ist dann wieder die Frage wegen dem Download. Das ist gerade ein richtiger Bullshit hier im OMSI-Forum, weil du kannst hier keine Karten mehr runterladen. Aber naja, also wie gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt in Sachen Leitstellenfahrt, ob ihr irgendwelche Lieblingskarten habt, schreibt sie in die Kommentaren. Ja? Vielleicht wird es dann in den nächsten Wochen mal umgesetzt. Ich kann ja mal drüber reden. Ne? Gut, das war's. Ich habe jetzt genug euch vollgespammt hier mit meiner Stimme. Wünsche euch jetzt noch einen schönen heißen Tag. Und wie gesagt, wenn ihr omsi-leitstelle.de folgen wollt, auf Instagram, dann auf dieser Seite. Ne? Gerne könnt ihr auch mich folgen, wenn ihr wollt, unter TrainOMSITV. Da werde ich auch regelmäßig wieder Bilder hochladen, ne? Zum Beispiel von meiner Katze, von meinem PC. Gut, das war jetzt nur einmal gewesen. Das war Boostertag, da hatte ich auch einen Booster gekauft. Oder halt mal hier von Trainspotting. Wobei, in der nächsten Zeit gibt es sehr viele Bilder von Trainspotting. Da steht auch fest, denn ich habe noch über
360 Bilder, die ich noch auf Instagram hochladen will. Ich lade jetzt nicht alle hintereinander hoch, ich mache es einzeln, aber ich habe noch extrem viele Bilder zum Hochladen. Und ja, neue Speicherkarte habe ich mir auch schon mal gekauft für die neuen Folgen von Zugverkehr. Wann die kommen, weiß ich nicht. Ich denke mal erst so Ende August, September oder sogar erst Oktober. Ich weiß es nicht, weil ich muss ja irgendwie raus, ne? Dafür muss mein Knie mitmachen. Und na gut, ich sag mal so, jetzt bei der aktuellen Hitze ist es leider nicht möglich, weil da dreht mein Knie durch und es ist momentan echt eine Qual mit dem Knie. Leider. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Montag und in diesem Sinne, macht's gut, euer Train Om City TV. Tschüss!